An der Mosel bereiten sich die Menschen auf ein zweijähriges Hochwasser vor. Bäche im Moseltal führen eine beachtliche Menge Wasser. Auch abseits des Ufers sind Straßen überflutet. Die Böden in der Region sind gesättigt und können den Dauerregen nicht mehr aufnehmen. In Moselkern ist die B416 bereits gegen Mittag nicht mehr passierbar. Im Laufe des Mittwochs soll der Pegel in Kochen um mehr als 3 Meter steigen. Erwartet wird ein Höchstwert von etwa 7,7 Metern. Damit wird auch die Bundesstraße überflutet. Mehrere Moselgemeinden vor der Staustufe in Müden scheinen besonders betroffen. Derzeit können nicht alle Wehre geöffnet werden. Ein Rückstau wird befürchtet. In Kochen bauen Mitarbeiter der Stadt Hochwasserstege auf, damit die Innenstadt passierbar für Fußgänger bleibt.